Wir machen ganz kurz, wir sind jetzt ganz kurz, wir sind im Internet. Hallo, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind im Internet. Das ist der ja, wir sind jetzt im Internet. Das ist der Teaser fürs Neo Magazin Egal heute Abend. Zu Gast Janine Ullmann. Und es stimmt wirklich. Kerner. Sprechen wir das jetzt? Ja, warum denn nicht? Das stand. Das stand in der Bild-Zeitung. Ist keine Information, die wir jetzt irgendwie über geheime Kanäle rausgefunden haben. Mir ist das komplett neu, ehrlich gesagt. Ich habe es aus der Bild-Zeitung. Kerner hat seine große neue Liebe, 30 Jahre jünger, bei Ein Herz für Kinder kennengelernt. Ein Herz für Kinder, ja. Wie alt ist denn Johannes B. Kerner? 35. Nein, er wirkt wie 35. Er ist, glaube ich, weit über 70. 53, glaube ich. Er ist 53. Ja. Was kein Alter ist, Ralf, oder? Absolut nicht. Dann wäre ich deutlich zu alt für Johannes B. Kerner. Und jetzt hat er die junge Liebe 30 Jahre jünger. Und wir haben wirklich hinter den Kulissen zwei Wochen lang, malen wir uns schon aus, wie das ist, wenn sie ihn dann mal mitbringt in die WG. Und dann sitzen sie alle am Tisch und Johannes bringt irgendwie Gutwürstwurst mit, weil er die noch von der Arbeit hat. Und dann wird moderiert. Und dann sagen aber alle, wenn er dann raus ist, Mensch, das ist ja nicht ein bisschen, also schon, war das jetzt der echte Kerner oder jemand, der so aussah oder so? Aber wo, also die Liebe hinfällt, 23. Wo die Liebe aber hinfällt. Ist doch schön. Ja, so eine er junge, war 53, knackige, und sie 23. So eine knackige, junge warum Frau nicht, warum Liebe nicht? Ist doch toll. Wir reden heute Abend in der Sendung ein kleines bisschen über Thüringen. Hashtag der Woche lautet Neo Magazin. Egal, du bist auch aus Thüringen. Du kommst, du bist gebürtige Thüringer. Ja, es wird mir heute ein bisschen wehtun. Aber es ist leider so. Es geht um um Nazis in Thüringen, jetzt auch kein besonders neues Thema. Sie waren ja eine Zeit lang weg, habe ich das Gefühl gehabt. Jetzt sind sie wieder da. Und ich versuche immer, ich möchte daraus ein gesamtdeutsches Problem machen. Völlig richtig. Ist es wahrscheinlich auch, aber man muss sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt in Sachsen und in Thüringen, dann ist es leider auch ein ostdeutsches Problem, tatsächlich nach wie vor. Ja, aber ich meine, keine Ahnung, im Dortmunder Norden ist es auch schwierig. Und es gibt auch Regionen in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Mecklenburg-Vorpommern, genau. In Norddeutschland. Nee, aber es ist wahnsinnig schwierig, gerade in Zeiten der Entschuldigungssatire, wo man immer aufpassen muss, was man sagt, wie man damit umgeht. Weil ich will ja auch nicht, dass man denkt, dass die Sachsen denken, dass wir denken, dass alle Sachsen Nazis sind. Das stimmt natürlich nicht. Also bei Extra 3 habe ich mal so eine Wutbürgerin gespielt mit thüringischem Akzent. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, ich muss mich unglaublich entschuldigen dafür danach. Mhm. Weil man hat immer das Gefühl, man macht sich so ein Stück weit mitschuldig oder so. Ja, aber andererseits, wie anders will man das angehen? Und die Frage ist halt auch, will man das selber lösen? Oder also willst du deine Rolle, willst du dann Witze machen und gleichzeitig noch das Problem lösen? Also das ist ja auch Quatsch. Dafür sind wir hier auch nicht da. Nee, ich glaube da wirklich dran, dass man das aufteilen muss in der Gesellschaft und dass man dann sagen muss, okay, wir machen die Witze und wir sind die Unseriösen und ihr kümmert euch mal darum, das zu lösen. Also jetzt übrigens muss ich sagen, es ist schon komisch, so hier zu sitzen, weil ich das Gefühl habe, ich muss so... Warte mal, darf ich das... Wir probieren das mal aus, die Sitzsituation. Es gab Kritik im Internet, dass viele Leute sagten, ich bin zu hoch, weil Kevin Kühnert, der wirklich 1,20 groß war. Also ein Zwerg. Völlig zu Recht hat er es nicht geschafft, die GroKo aufzuhalten. Absolut. Also körperlich gar nicht. Wie willst du das denn machen? Du kannst nicht so weit nach oben stemmen. Nee, genau. Das geht nicht. Fühlst du dich so besser? Weil wir jetzt, weil vorhin dachte ich, ich krieg so eine kleine Leicht oder so. Wie sieht das aus im Bild? So Ralf, könnte das aus? Ne? So oder willst du noch ein Kissen haben? So, weißt du, wie im Kindertheater, wo Kinder sind. Es ist gar nicht so mit einem Kindersitz. Es ist gar nicht die Höhe. Was ist es? Es ist nur. Guck mal, wenn man hier vorne. Setz du dich mal hier. Ja, wir müssen das Feng Shui-mäßig. Ja. Das ist alles Feng Shui-mäßig noch gar nicht. Wir haben auch keine Wasseradern. Aber du musst noch ein Stückchen weiter nach vorne rutschen mit deinem Stuhl. Ich setze mich mal hier hin. Schönen guten Abend zum Neo-Magazin Royal. Ich finde, ich bin trotzdem größer als du. Aber merkst du, dass du ein bisschen nach hinten gucken musst? Du musst mit deinem Stuhl ein Stück nach vorne. So, und jetzt? Ja, aber so zum Beispiel, so fühle ich nämlich automatisch. Aber es ist eigentlich fast ein bisschen Gymnastik. Du kannst ein bisschen deinen Oberkörper trainieren. Ich nehme automatisch eine dir zugewandte Körperhaltung ein. Das haben wir alles mit Ergotherapeuten und Yogalehrern im ZDF alles ausgependelt. Und ich fühle mich jetzt dir als Moderator sehr nahe. Ja? Sehr nahe. Was macht das mit dir? Ich bin misstrauisch. Was macht das mit dir? Ich bin misstrauisch, aber ich fühle mich dir auf eine Art, auf eine merkwürdige Art. Aber du bist grundsätzlich misstrauisch, glaube ich, oder? Ich bin ein misstrauischer Mensch. Ja. Aber dann hat sich ja da schon mal nichts geändert. Und was ist noch? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt zu tief sitze, zum Beispiel. Okay, das ist gut. Ja, aber ich habe da letzte Woche auch von prominenten Medienkritikern, die haben sich da richtig beschwert im Internet, dass das jetzt zu hoch sei und dass ich würde auf die Gäste hinabblicken. Klar ist das natürlich die grundsätzliche innere Haltung Gästen gegenüber immer. Und wir haben gedacht, das kann man dann auch mal in der Studiokulisse mal manifestieren. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie... Nö, ist doch okay. So sieht es euer entspannt aus, ja. Überlegt euch doch mal. Geht bitte? Auch. Was? Ihr könnt euch ja auch hinlegen. Nee, hinlegen nicht, das machen wir jetzt nicht. So einen Quatsch machen wir jetzt nicht. Machen wir vielleicht heute Abend in der Sendung. Hashtag der Woche ist Neo Magazin egal. Es geht um die GroKo, es geht um...
um Janine Ullmanns neue Show, die morgen bei ProSieben läuft mit Stefan Raab. Das Ding des Jahres. Schaue ich mir morgen an, ich freue mich schon. Und schauen Sie heute Abend das Neo-Magazin Royal 2015 in der Mediathek mit Janine Ullmann. 22 Uhr 25 ungefähr, wenn der Welke mal wieder viel zu lange macht mit seiner für mich volksverhetzenden Sendung. Ich sag das ganz ehrlich. Und als die AfD sich beschwert hat, habe ich gedacht, ich traue mich das ja in den Kulissen gar nicht mehr zu sagen. Ich habe dann aber auch dem Norbert, dem Programmdirektor, gesagt, was die AfD sagt, ist im Prinzip richtig. Ich bin nicht gegen Oliver, ganz wirklich. Ich finde es toll, was er macht, aber man muss irgendwann auch mal wirklich sagen, jetzt reicht's, Welke, stopp. Klar, wir profitieren davon, dass er eine tolle Quote hat vor uns im ZDF Neo. Wir profitieren von seiner, das Follow-up ist toll, aber irgendwann ist auch mal gut. Und jetzt morgen habe ich gesagt, soll er mal aussetzen, soll er mal ein bisschen runterkommen, mal ein bisschen nachdenken. Nächste Woche bin ich vielleicht auf seinem Sendeplatz. Apropos, irgendwann ist auch mal gut. Prost. Prösterchen. Heute Abend Neo Magazin Royal. Bis dann. Hast du mir gerade einen Spruch gedrückt oder was? Das gibt's doch gar nicht.